Moin ihr Sahneschnecken! In der heutigen Episode von The Next Big Thing sprechen wir über den spanischen Wirbelwind Jeremy Pino vom FC Villarreal. Doch bevor es losgeht, lass gern ein kostenloses Abo da, um mich zu unterstützen. Es kostet dich nur 2 Sekunden, aber würde mir echt weiterhelfen. Vielen Dank und viel Spaß mit dem Video. Jeremy Jesus Pino Santos wurde am 20. Oktober 2002 in Las Palmas de Gran Canaria geboren. Jeremy wechselte 2014 in die Jugendabteilung von UD Las Palmas, nachdem er zuvor beim AD Huracán und FC Barrio Atlántico gespielt hatte. Am 22. Juni 2017 unterschrieb er beim FC Villarreal, nachdem er ein Angebot vom FC Barcelona abgelehnt hatte. Sein Debüt in der C-Mannschaft gab Jeremy am 24. August 2019, als er in der zweiten Halbzeit für Fernandinho eingewechselt wurde und den dritten Treffer beim 3:0 Auswärtssieg in der Tercera División gegen Recambios Colón erzielen konnte. Nach seiner ersten Saison in der dritten Mannschaft wurde er in die B-Mannschaft in die Segunda División befördert, begann aber direkt mit der A-Mannschaft zu trainieren. Er gab sein Debüt im Profifußball am 22. Oktober 2020, als er Francis Coquelin beim 5:3-Sieg in der UEFA Europa League gegen Sivasspor ersetzte. 3 Tage später gab er sein La Liga-Debüt, wiederum von der Bank aus, beim 0:0 Unentschieden gegen den FC Cadiz. Am 12. November 2020 verlängerte er seinen Vertrag bis 2024. Insgesamt kam er in seiner Debütsaison auf ganze 37 Einsätze und konnte 7 Tore und eine Torvorlage verbuchen. Am 26. Mai 2021 spielte er im Finale der UEFA Europa League gegen Manchester United und wurde mit 18 Jahren und 218 Tagen der jüngste spanische Spieler, der in einem großen europäischen Finale stand. Damit brach er den bisherigen Rekord von Iker Casillas, der im Jahr 2000 im Champions League-Finale 19 Jahre und 4 Tage alt war. Außerdem wurde Jeremy mit dem Finalsieg der jüngste Spieler, der jemals den Wettbewerb gewann, und stellte den Rekord von Robin van Persie aus dem Jahr 2002 ein. In der aktuellen Saison hat der Spanier bislang in 15 Einsätzen 2 Tore und 3 Vorlagen beisteuern können. Außerdem war er U16, U17 und U18 Nationalspieler Spaniens. 2021 wurde er für die U21 Europameisterschaft berufen und ersetzte den verletzten Matteo Morey. Im Oktober diesen Jahres gab er sein Debüt in der A-Nationalmannschaft, nachdem er fast die gesamte zweite Halbzeit des Halbfinals der UEFA Nations League gegen Italien gespielt hatte. Sprich, er gab sein Debüt für die spanische Nationalmannschaft 2 Wochen vor seinem 19. Geburtstag und ist mittlerweile zweifacher Nationalspieler der La Furia Roja. Doch was macht Jeremy Pino so gut? Er ist ein absoluter Wirbelwind. Er ist technisch stark, schnell, dribbelstark, quasi ein klassischer Flügelspieler. Er hat einen guten Schuss und das Auge für den Nebenmann. Natürlich sind seine Statistiken bislang nicht auf absolutem Top-Niveau, aber dennoch sehr, sehr gut. Der Junge ist halt gerade mal 19 Jahre alt. Aber man sieht jetzt schon, wie verdammt gut er ist und dass in ihm noch eine Menge Potenzial schlummert. Wenn er weiter hart an sich arbeitet, dann sehen wir ihn in 2-3 Jahren ganz sicher beim absoluten Elite-Club im Weltfußball. Da bin ich mir absolut sicher. Und das war's auch schon wieder mit dem Video für heute. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr von Jeremy Pino haltet und lasst gerne eine positive Bewertung da, wenn eure spanische Aussprache besser ist als meine. Man, so kann man auch nach Likes betteln, wa? Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut. Haltet die Ohren steif und ciao, ciao.